Elena Gerhardt. Anfang 1933 ist die Sängerin 49 Jahre alt. Sie singt viel Brahms, Schubert und Schumann. War durch die Welt getourt und vor der britischen Königin und dem russischen Zaren aufgetreten. Seit 1929 leitet sie eine Gesangsklasse am Leipziger Konservatorium. Elena Gerhardt hat 1932 Fritz Kohl geheiratet. Der war Verwaltungsdirektor bei der MIRAG, der Mitteldeutschen Rundfunk AG. Und ja, es begann eigentlich dann erstmal eine glückliche Zeit, bis die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernahmen. Da wurde nämlich Fritz Kohl fristlos entlassen und kam in Untersuchungshaft. Ihm wurde Korruption vorgeworfen. Das war so ein beliebtes Mittel der Nationalsozialisten, unliebsame leitende Angestellte loszuwerden oder einzuschüchtern. In Wirklichkeit hatte Fritz Kohl den Nationalsozialisten keine Sendezeit bewilligt und galt als Repräsentant des Systemrundfunks. Und Elena Gerhardt war darüber so empört und erschrocken, dass sie sich natürlich mit ihrem Mann solidarisiert hat und dann sofort sehr entschlossen gehandelt hat. Sie kündigt die gemeinsame Wohnung und plant die Emigration. 1934 geht sie nach London. Ein halbes Jahr später kann Fritz Kohl folgen. Seine Ehefrau gibt Liederabende und unterrichtet. Sie nimmt Schallplatten auf, singt bei der BBC, geht auf Konzertreisen. Noch immer mit deutschen Liedern. Brahms, Schubert, Schumann. In ihren 1953 veröffentlichten und später ins Deutsche übersetzten Memoiren erinnert sich Elena Gerhardt an jene Zeit, als sie ihrem Mann eröffnete, ins Exil zu gehen. Nachdem er wieder nach Hause gekommen war, verblüffte ihn meine Entscheidung. Aber bald schon wusste er, dass ich richtig gehandelt hatte. Zum zweiten Mal hatten wir alles verloren. Zuerst durch die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg und nun wegen des nationalsozialistischen Regimes. Doch wir boten dem gemeinsam die Stirn, mutig und lächelnd. Aber ich glaube, kaum jemand wusste, welche Anstrengungen uns das mitunter kostete. 1961 stirbt Elena Gerhardt in London. Nach Deutschland war sie nie wieder zurückgekehrt.